Hi, da bin ich wieder und ich habe mal wieder was zum Auspacken. Und nein, ihr seht nicht doppelt, es sind zwei Foot Soldiers und das sind genau dieselben oder die gleichen. Es ist kein Unterschied. Ich habe einfach diesen Foot Soldier, diese Figur einfach doppelt gekauft, weil von den Foot Soldiers meiner Meinung nach braucht man immer ein bisschen mehr. Und da habe ich mir gedacht, die kosten ja unter 20 Euro. Das ist machbar, sag ich mal. Und da habe ich mir einfach mal zwei Stück gegönnt. Das sieht viel besser aus neben dem Schredder. Hier habe ich zwar auch noch Foot Soldiers. Schaut mal, die will ich noch demnächst auspacken. Aber es ist kein Lederne dabei. Die sind ja nach dem Spiel hier. Und die hier mehr so nach dem Cartoon. Deswegen auch der Farbton, dem Lila. Die werde ich auch noch auspacken, aber demnächst. Erst einmal die hier, weil ich auch den Shredder und die anderen schon ausgepackt habe. Und ja, Shredder steht ganz alleine mit Bebop da und er braucht Verstärkung. Deswegen die Foot Soldiers. Einmal die Verpackung, mega hübsch. Von der Größe sind die Verpackungen und vom Artwork und von der Gestaltung alle gleich. Sehr schick. Es gibt einen Doppelpack von Bebop und Rocksteady. Diese Verpackung ist natürlich ein bisschen anders. Aber ansonsten habe ich bis jetzt keine Größenunterschiede von der Verpackung sonst gesehen. Ansonsten sind die alle gleich aufgebaut. Mega cool für Sammler. Man hat eine schöne Verpackung, wie man die Figuren ein- und auspacken kann, ohne irgendwas daran zu beschädigen. Ich zeige es euch. Also sehr verpackungsfreundlich. Hier ist unser Foot Soldiers drin und hier ist immer in einer Verpackung. Wobei nicht immer, bei meinem Shredder hat der Sticker irgendwie gefehlt. Keine Ahnung warum, hat man wohl vergessen. Aber sonst war bis jetzt immer ein Sticker dabei. Und kein Knipsen, kein nichts. Also wirklich perfekt. Ich liebe diese Verpackungen. Auch wenn ich die Figuren dann nie wieder mehr reinpacke. Aber ich finde die genial. Man macht einfach hier, schaut mal. So, richtig easy. Einfach auf und fertig. Und man hat alles, was man will und könnte sie theoretisch gesehen wieder wunderschön einpacken. Ich finde es richtig cool und ich glaube, dass es viele richtig toll finden. Wobei es gibt auch bestimmt welche, die so, keine Ahnung, die Verpackungen aufreißen. Hier einmal der Sticker. Und ja, da haben wir schon einiges. Der sieht klasse aus. Der sieht richtig klasse aus. Wir haben hier die typische Waffe. Hier oben, also hier vorne, ist ein bisschen gummihafter. An sich ist alles so ein bisschen an den Waffen gummihafter, aber ist nicht schlimm, weil hier ist sie fest. Sieht klasse aus. Juhu. So, dann schauen wir mal hier. Ah, das Gesicht und das sieht einfach toll aus. Ich weiß, es ist eine Maske, aber es sieht einfach genial aus. Schups, haben wir alles draußen. So, die Waffe hatten wir. Ja, die kleinen Wurfsternchen. Die sind ja wirklich wie auch hier Gummi und sehr dünn. Aber wir haben zwei verschiedene. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Zwei kleine verschiedene Wurf-Ninja-Wurfsterne. Die sind aber so dünn, dass die wahrscheinlich nicht mal in die Hand passen. Wobei, stimmt nicht. Schaut mal. Das ist ja aus Gummi die Hand. Und die Finger sind sehr dicht aneinander. Ah, es geht doch. Es geht doch. Es geht. Super. Dann haben wir, wie gesagt, hier, wir haben sogar, wie viel haben wir denn? Zwei, vier, sechs Hände. Wir haben hier diese greifenden Hände beim Karate. Wir haben hier die Hände, damit man Wurfsterne und andere Waffen in die Hand nehmen kann. Und hier, der Foot Soldier hat hier die Fäuste. Okay, das müssen wir gleich austauschen, weil ich möchte dir ein paar Waffen in die Hand nehmen. Er hat auch einen Katana, auch hier gummihaft. Furchtbar, wenn die sich mal verbiegen, hast du ein verbogenes Katana-Schwert. Katana. Hier einmal der Stab. Ich meine, der Vorteil ist, es bricht nicht so schnell. Ich habe schon ein paar Katanas, die sind hier gebrochen, weil sie aus Plastik sind. Das passiert hier nicht so schnell. Also hat alles Vor- und Nachteile, aber ich bin nicht der Gummifan. Naja, gut. Jetzt hier, unser kleiner Foot Soldiers. Es sieht ja nicht gut aus. Der sieht klasse aus. Der sieht klasse aus. Der sieht richtig gut aus. So klein und spürglich, wie eine Spinne. Cool. Also Gesicht ist trotzdem, ja, ich weiß, es ist eine Maske, aber das Gesicht ist einfach, das ist.
perfekt geworden, der Kopf. Der Kopf ist super beweglich, ein bisschen alles noch fest von den Gelenken, aber besser fest als zu locker. Dann mal gucken, wie er Spagat kann. Ne? Ja, so kann er Spagat. Okay, der hat hier zwar sein Gewand, das sich hier anpasst und uns ermöglicht, mehr aus der Bewegung rauszuholen, aber es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, selbst Schredder kriegt mehr hin. Was ist mit deinen Beinchen los? Es geht nicht mehr. Keine Ahnung warum. Okay, Bewegungspunkte sind bei denen bis jetzt alle gleich gewesen. Oben im Oberschenkel und die doppelten, ja, wir haben hier die mega coolen doppelten Knie- und Ellbogengelenke. Da kann man so viel rausholen, das sieht dann so klasse aus. Hier noch Fußgelenk und hier, nee. Also wie gesagt, die Gelenke sind alle gleich bei denen. In der Hüfte, na, oh, doch nicht gleich. Hier fehlt die eine Hüfte, der kann sich zwar schon in der Hüfte bewegen, aber das Gelenk ist ein bisschen anders. Hier, die anderen haben in der Hüfte links und rechts, wobei so minimal, dass es gar nicht auffällt, oder? Nee. Und hier oben im Oberkörper, hier, die Maske hier, die ist ja aus Gummi. Cool, oder? Dann Hände, kleines Butterfly. Whee! Dann hier oben, Oberarm, Kugelgelenk, doppeltes Ellenbogengelenk. Und hier sieht es nämlich wieder klasse aus, weil hier ist das alles schwarz. Bei der Haut ist es immer so eine Sache, wenn es mehrere Teile sind, dass alle Teile, Oberarm, Unterarm und dieses Zwischenteil, den gleichen Farbton haben. Bei Schwarz ist es nicht schwierig. Deswegen sieht es genial aus. Ja, guck mal, sieht aus wie eine kleine Ballerina. La, la, la. Sieht einfach nur genial aus. Der hält sich auch gut, ist auch schön in der Hand. Ja, so doppeltes Ellbogengelenk und dann noch die Hand kann sich bewegen. Alles andere ist so, ja, Plastik, 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 Plastik. Mega cool. So, wollen wir beginnen? Er braucht auf jeden Fall Hände. Auf jeden Fall kriegt er die Waffe. Wir packen gleich den anderen aus. Da kann ich was anderes ausprobieren. Aber hier will ich die große, mächtige Waffe in der Hand haben. So, Foot Soldiers haben den Befehl bekommen, Shredder auffindig zu machen. Den Shredder habe ich schon ausgepackt. Der ist schon irgendwo hier unterwegs. Gut. Und natürlich sind die bewaffnet, denn Krang lässt die Foot Soldiers nicht ohne Bewaffnung los. So. Das sieht genial aus. Auch mit den Farben und so, weil die so schön beweglich sind. Das sieht richtig gut aus. Wer weiß, vielleicht hole ich mir noch einen dritten und vierten Foot Soldier. Aber es kommen im Moment auch so viele Figuren davon. Und ich will ja auch noch Krang haben. Ich brauche auch noch Rocksteady. Deswegen muss ich mal schauen. Auch wenn die günstig sind. Wenn man natürlich dann so 10 Stück hat, das summiert sich auch. Cool, oder? Sieht er nicht toll aus? Tada! Der sieht aus, als wenn er nach Shredder suchen würde. Was er auch macht. So, und das gleiche Spiel noch einmal. Wir packen aus einen Foot Soldier. Wir packen einen Foot Soldier aus. Sehr schön hier das Artwork. Erinnert mich immer an die Zeichentrickfilmserie, die ich sehr gerne damals geschaut habe und immer wieder mal heute reinschaue, weil ich nicht mal alle Folgen so genau in Erinnerung habe. Einmal die Verpackung. Auch hier noch einmal wunderschön verpackt. Dann wollen wir ihn mal rausholen. Na, der Sticker will nicht. So, wunderschöne Verpackung. So, Sticker. Und da haben wir ihn. Noch ein Foot Soldier ist erwacht. Er ist bereit. Und auch hier. Manchmal hat man dieselbe Figur und doch eine andere. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Kopf hier ein bisschen dunkler ist. Aber ich glaube, das täuscht ein bisschen vom Licht, oder? Schaut mal, ist der hier dunkler? Ich tausche jetzt mal. Also der hier. Naja, wahrscheinlich irre ich mich. Huch, jetzt habe ich ihn komplett verbogen. So, der Kollege wartet hier, hält Ausschau. Na? Ach, komm schon. Komm schon. Ach, Menno. Hä? Ich hab's. Super. Und den hier, ja, bei dem wollen wir da?
Die gleiche Waffe wäre jetzt langweilig. Wir nehmen so einen Ninja-Stern und wir nehmen natürlich den Katana. Ja, das machen wir. Dann brauchen wir folgende Hände. Das ist eine Faust. Richtig cool, dass wir so viele Hände zur Auswahl haben. Das finde ich richtig toll. Die anderen haben ja auch Köpfe zum Austausch. Haben die Foot Soldiers nicht. Man könnte ja einen Kopf machen, Menschenkopf, wo die Maske halt rund unten ist. Aber ganz ehrlich, bei den Foot Soldiers ist okay, wenn die dass man Gesicht nicht sieht. Finde ich völlig okay, damit kann ich vollkommen leben. Bei Shredder finde ich es halt immer cool, wenn er die Maske wirklich so runter, gerade hier das vorne runtersetzen kann, dass man auch sieht, die Katze, die Splinter ihm zugefügt hat. Aber hier bei den Foot Soldiers finde ich das überhaupt nicht wichtig. So, da jetzt, wir wollten noch einen Ninja-Stern haben oder so eine offene Hand. Ja, komm. So, dann zeigt er nämlich gerade so hier vorne. Wir gucken jetzt vorne so und zack. Er ist bereit. Die sind so putzig, ich könnte noch 10 weitere hier auspacken. Aber ich habe keine 10 weitere. Ich habe 2 Stück und ich finde es auch richtig cool, 2 Stück zu haben. Ich würde es natürlich noch cooler finden, wenn ich 10 hätte. Aber es ist einfach mega cool, wenn ich jetzt einen Shredder habe und dann sind so 2 Futsolcher. Ist einfach nur genial. Perfekt. Das Duo-Team sucht Shredder. Shredder wird gesucht. Ja, die haben halt kein Turtlecom, also Crankcom. Wie heißt denn das bei Shredder? Naja, auf jeden Fall können sie niemanden rufen. Die haben ja nichts. Deswegen werden sie sich auf die Suche bewegen. Mega cool. Ich weiß nicht, wie ihr die findet. Ich finde die genial. Ich finde die einfach nur klasse. Klein, putzig, auf der Suche nach Shredder. Mega cool. Dann würde ich sagen, das war's ja noch nicht. Wir haben ja hier noch ein paar Figürchen. Wir haben hier noch ein paar Figürchen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.